Ein hinterhältiges Verbrechen an einer jungen Schülerin beschäftigt jetzt Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalhauptkommissar Hans Frendenberger. Wir treffen gleich bei einem Unfall ein. Der Unfall ereignete sich zwischen einem Fahrzeug und einem Fahrradfahrer. Und bei der Durchsuchung haben die Schutzkollegen vor Ort in dem Fahrzeug einen Rucksack gefunden, in dem sich eine größere Menge Marihuana befand. Und deswegen haben die uns benachrichtigt und wir fahren da jetzt hin. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Hey, was ist los? Hey, hey, hey. Hey. Hallo, was ist los hier? Den können Sie gleich festnehmen. Ja, ganz ruhig. Glauben Sie, dass der Sie absichtlich angefahren hat? Das weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Die Polizei ist da und wird jetzt hier alles regeln. Hören Sie? Der Biker gibt dem Autofahrer die Schuld an dem Unfall. Die Beamten ermitteln, dass der Halter des Wagens tatsächlich unaufmerksam war. Denn eine junge Frau ist plötzlich von seiner Ladefläche gesprungen und verschwunden. Aufgrund ihres aufgefundenen Schülerausweises haben die Streifenpolizisten deren Mutter informiert. Hast du schon mal nach dem RTW gefragt? Ja, so, schau mal hier. Er sagt, es wäre jemand vom Auto gesprungen. Okay. Das ist der Schülerausweis von meiner Tochter. Wer sind Sie denn? Ich bin die Mama. Was machen Sie hier? Ich bin angerufen worden. Ich war am Arbeiten. Ja. Und dass die Sachen gefunden wurden. Okay. Und das ist der Schülerausweis meiner Tochter. Und das ist auch das Portemonnaie und die Jacke meiner Tochter. Okay, dann will der Kollege kurz mal erzählen, ja, was wir hier haben. Auf jeden Fall haben wir hier Marihuana. Okay. Okay, das ist eine Menge. Auf der Ladefläche des Pickup haben wir zu unserer Überraschung eine Menge Rauschgift gefunden. Und zwar in nicht unerheblichem Maße. Es handelt sich dabei um mehrere dieser Beutel hier. Nach meiner Erfahrung ist das eindeutig Marihuana. Es muss natürlich noch von den Experten genau untersucht werden. Strafbar ist es auf jeden Fall. Steht Bruno B. gerade auf dem Rucksack. Ja. Seht ihr das hier? Also den Rucksack kenne ich auch nicht. Den kennen Sie nicht? Der ist nicht Ihre... Also und Drogen hat mit meiner Tochter überhaupt nichts zu tun. Okay, aber was hat das jetzt mit dem Unfall zu tun? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja. Im Endeffekt hat er sich erschrocken, ne, der Fahrer, ja, hat einen Schlenker gemacht und hat den Fahrradfahrer angefangen. Okay. So. Und der Unfall hat hiermit nichts zu tun. Verstehst du? Achso, das heißt, als sie runtergesprungen ist, wenn ich das richtig verstehe, hat er sich erschrocken, genau, hat nach hinten geschaut und hat dabei einen Fahrradfahrer angefahren. So sieht's aus. Okay, das macht dann jetzt schon wiederum Sinn. Dann müssen wir dem Fahrer sprechen. Ja. Dann müssen wir kurz mal dem Fahrer sprechen, auf jeden Fall. Sagen Sie. Wissen Sie denn, wer sich hier hinten befunden hat? Den weiß ich gar nicht. Ich habe ja gesehen, ich habe ja plötzlich Rückspiel geguckt. Ja. Da war jemand von meiner Ladefläche rausgesprungen. Ist einfach rausgesprungen. Ja. Haben Sie die Person erkannt? Nee. Also war das eine Frau oder Mann? Gar nicht, gar nicht. Keine Ahnung. Könnten Sie mal bitte zwei Schritte zu, damit ich mich mit dem Kollegen besprechen kann. Sie auch bitte. Könnten Sie mal bitte ein paar Schritte zu. Hier, pass mal auf, mein Großer. Also das ist hier. Notizbuch hier. Warte, was ist das? Was steht denn da? Genau, wir haben jede Menge Notizen. Und ganz vorne steht hier auch. Bei Auffinden bitte anrufen. Telefonnummer danke. Angegeben. Bruce B. Und Bruno B, das passt ja eigentlich. Dann wird der wahrscheinlich von Anfang an schon da drin gewesen sein, das Buch hier. Ne? Kollegen, habt ihr mal nach ihr geschaut, ob sie hier irgendwo ist vielleicht? Noch gar nicht. Würdet ihr erstmal bitte machen? Die Kommissare ermitteln, dass die 14-Jährige bei ihrem Cousin sein sollte, doch weit gefehlt. Ihr ist etwas Schreckliches widerfahren, wie die Kripo-Beamten bald herausfinden. Das ist halt meine Tochter Ella zusammen mit ihrem Cousin. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen, Ihre Tochter? Gestern. Weil, wie gesagt, sie hat ja gestern Abend noch das Foto geschickt. Ja? Was? Okay. Hier sind auf jeden Fall Blutspuren. Was? Blut? Oh! Drehen Sie nicht da rein, bitte! Ach, hallo? Hallo? Ella! Hören Sie mich? Hallo? Ella, ist das Ihre Tochter? Ist das Ihre Tochter? Ella, die Polizei ist hier. Können Sie mich verstehen, Ella? Ja, verstehen können Sie mich? Nicken Sie mal mit dem Kopf. Okay. Ich weiß nicht, was sie hat. Am besten, wir lassen sie erstmal liegen und rufen RTW. Sofort. Noch ist unklar, was dem Mädchen zugestoßen ist und ob die 14-Jährige etwas mit den gefundenen Drogen im Rucksack zu tun hat. Für die Ermittler ist die Erstversorgung durch die Sanitäter jetzt das Wichtigste. Rufen Sie mal bei Ihrer Schwester oder bei dem Cousin von ihr an und fragen Sie mal, wann Sie zuletzt gesehen haben. Ja, das würde ich auch gerne in der Nähe bleiben. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Bevor wir fahren, nehmen wir sie mit. Und was sie da gemacht hat, ob sie was getrunken hat, was sie getrunken hat, ob sie was geraucht haben. Ja. Ja, ganz wichtig. Ne, jede Information ist wichtig für uns.
Zu eurer Kenntnis, da ist ja noch ein Radfahrer, der war ganz leicht verletzt, der verzichtet aber auf jegliche Behandlung, der will sich selbst, in ärztliche Behandlung begeben. Ah, okay. Der hat nur ein paar Schürfwunden, wie es aussieht. Ja, also für mich scheint momentan, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hast du von dem Pickup. Ist der jetzt komplett wirklich zufällig, komplett außen vor oder meinst du, der ist damit involviert? Du weißt ja, wer es immer ist im Moment, macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Kollegen haben den ja auch schon abgeschickt, der hat ja keine Karte bei uns. Insofern ist negativ, ist negativ. Insofern macht er einen glaubwürdigen Eindruck. Aber wir müssen trotzdem weitermachen. Was schlägst du vor, wie wir weiter Wir versuchen den Bruno zu ermitteln und den Cousin vor allen Dingen. Ne? Den Cousin, der war ja wahrscheinlich zuletzt mit ihr zusammen. Ne? Ja, ganz genau. Haben Sie schon versucht? Ich habe versucht, ich habe noch keinen erreicht. Sie haben noch keinen erreicht? Nein, aber ich würde jetzt auch erstmal gerne bei meiner Tochter bleiben. Das, wenn ich das sowieso, Sie fahren ja auch mit ins Krankenhaus. Ja, das wäre super. Aber wie gesagt, beruhigen Sie sich mal, die ist jetzt in professioneller Hand. Ne? Die Kollegen, die haben schon ihre Daten aufgenommen und ihre Erreichbarkeit haben sie alles. Ja. Dann bleiben Sie erstmal bei Ihrer Tochter. Ja, das wäre sehr gut. Danke. Während die Schutzpolizisten den Unfall aufnehmen, führen die Kripo-Kommissare ihre Recherchen auf der Wache fort. Anhand der im Notizbuch gefundenen Mobilfunknummer ermitteln sie den Besitzer des Rucksacks. Der junge Mann ist wegen Handels mit Betäubungsmitteln vorbestraft und wird auf die Wache bestellt. Viel mehr als die Drogen interessiert die Kommissare aber, ob er für den Zustand der Schülerin verantwortlich ist. Herr Berger. Ja. Wir haben jetzt hier ein Foto einer jungen Frau, einer Geschädigten, die sehr schwer verletzt ist. Und inwieweit Sie damit zu tun haben, das wollen wir jetzt rausfinden. Wir vermuten, ich würde Sie mal als Verdächtigen bezeichnen, weil was wir bis jetzt wissen, läuft in eine Richtung, nämlich zu Ihnen. Sagen Sie mir zunächst einmal, das ist das Opfer, ob Sie diese junge Frau kennen. Man kann auch fast sagen, das ist noch ein junges Mädchen. Kenne ich nicht. Sie kennen Sie sicher, dass Sie sie nicht kennen? Ganz sicher, noch nie gesehen. Gut. Und da haben Sie nichts mit zu tun, mit dieser ganzen Angelegenheit. Also wir haben die gefunden, schwer verletzt, im Wald. Ich habe damit gar nichts zu tun. Herr Berger, wir haben Sie ja vorgeladen, weil wir jetzt nicht nur die verletzte Dame hier hatten, sondern wir haben hier einen Rucksack gefunden. Kennen Sie diesen Rucksack? Ja, das ist mein Rucksack. Das ist Ihr Rucksack. Ja, ist Rucksack. Ihr Name steht auch da drin. Da drin haben wir auch ein Notizbuch gefunden, wo Ihre Telefonnummer hinterlegt war. Über die Telefonnummer haben wir Sie ja auch erreicht letztendlich. Richtig. Aber in dem Rucksack, der Ihnen ja, wie Sie sagen, gehört, war das noch hier. Das ist eine ganze Menge Marihuana. Das ist aber nicht mein Zeug. Also, boah. Sein Rucksack, sein Notizbuch, das war auch da drin. Da sagt er ausgerechnet, das, wo man sich strafbar für macht, das ist nicht ihr. Das ist mein Rucksack, Hallo. Das ist richtig. Tag. Hallo. Sie, Frau Patzer, die Mutter. Silke Patzer. Freundin, die Mutter von Ella. Wir hatten uns kurz gut, zwei Minuten kurz draußen warten, dann kommen wir gleich zu Ihnen. Ja. Danke. Sie sind schon ein paar Mal erkennungsdienstlich behandelt worden bei uns. Mhm. Und es ist gar kein Problem, die schnell mal zu überprüfen und gucken, ob Ihre Fingerabdrücke da drauf sind oder nicht. So. Machen Sie sich noch mal zwei Minuten Gedanken und wir sprechen uns gerade mal. Die Kriminalisten erfahren von der Mutter des Mädchens, dass ihre Tochter neben den Schürfwunden auch eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Ihre Benommenheit war aber auf etwas anderes zurückzuführen. Was mich total schockiert ist, dass eine Alkoholvergiftung festgestellt wurde im Blut und auch THC im Blut. Haben Sie schon mal sowas Ähnliches festgestellt, wenn ich es mal so direkt fragen darf? Weil junge Leute, die probieren sowas. Dürfen Sie? Absolut. Ich muss Ihnen sagen, ich verstehe das auch. Jede Mama würde sagen nein, aber ich kenne meine Tochter. Und sie hat damit nichts zu tun. Dana, grüß dich. Hallo. Sag mal, das ist Herr Norman. Stiefschwester und ihr Sohn. Das ist Ihre Stiefschwester. Das ist meine Stiefschwester. Was ist denn eigentlich bei euch da? Meine Tochter ist ja bei dir gewesen. Und ich verstehe überhaupt bei uns, wie sie da jetzt rein verwickelt wurde in diese Sachen. Kommen Sie doch mal, lassen Sie uns doch mal bitte hier reingehen. In der Vernehmung gibt die Stieftante des Mädchens zu, ihren Sohn mit seiner Cousine allein gelassen zu haben, wegen eines Dates. Die Befragung des Cousins verläuft allerdings zäh. Sie ist derjenige gewesen, der sie zuletzt gesehen hat. Und deswegen ist es uns total wichtig, was du uns zu sagen hast. So hat das arme Mädchen mal ausgesehen, als sie unverletzt war. Ich weiß es echt nicht. Okay, was habt ihr denn zuletzt gemacht? Also, wir saßen, haben Fernsehen geguckt, soweit ich weiß. Und ich bin auf die Toilette und sie hat weitergeguckt und irgendwann war ich müde und hab nichts gesagt, bin schlafen gegangen. Habt ihr was getrunken oder gekifft oder irgendwas? Also ihr habt zusammen Fernsehen geguckt? Ja. Was für einen Film habt ihr denn gesehen? Das weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Okay. Ich würde Ihnen gern einen jungen Mann vorführen, wenn es Ihnen recht ist. Ja, natürlich. Also ich möchte ja, dass das aufgeklärt wird. Okay, dann kommen Sie mal mit und können mir mal sagen, ob Sie den jungen Mann kennen oder nicht. Die Ermittler vermuten, dass beide junge Männer am Vorabend mit dem Mädchen zusammen waren. Schließlich hatte die Schülerin den Rucksack des Dealers dabei. Den kennst du nicht? Nee, ich kenn nicht. Und Sie, kennen Sie den jungen Mann? Nee, ich nicht. Kennst du den? War der bei dir zu Hause oder was? Noch nie gesehen. Ja, ich nicht. Aber die sind ungefähr im selben Alter. Ich kenne ihn nicht. Sie haben ihn auch nicht gesehen? Nee. Okay.
Die erfahrenen Kommissare halten den Cousin für wenig glaubhaft. Sie nehmen an, dass der 16-Jährige ihnen etwas verheimlicht. Um die Wahrheit zu erfahren, wenden sie eine Taktik an. Guck mal, wie nervös der schon ist. Der war ja schon nervös, als er hier reingekommen ist. Die wussten noch nicht mal, worum es geht. Und da war er schon nervös. Ich weiß auch nicht mehr, welchen Film sie geguckt haben. Weiß auch nicht mehr, welchen Film die geguckt haben. Also, aber irgendwie... Boah, wir sind erst am Anfang. Ich glaube, da kommt noch was bei dem. Aber wenn wir ihn jetzt mal tauschen, das heißt, ob er ihn kennt, wir tauschen einfach mal die Situation, die Rollen. Okay. Für die Kommissare sind solch schwierige Vernehmungen von Verdächtigen nichts Ungewöhnliches. Wie vermutet, geht ihr Plan auf. Ich muss eigentlich nur von dir wissen, ob du ihn kennst oder ob du ihn halt nicht kennst. Der Kollege vernimmt ihn gerade. Ja, ich kenne ihn aus der Norman. Ja? Ich war mit ihm auf einer Schule. Okay. Ich glaube, der ist 2 oder 3 Klassen unter mir. Noch immer ist unklar, ob die beiden jungen Männer gemeinsam gehandelt haben und welches Delikt sie an der 14-Jährigen verübt haben. Die Kommissare wenden erneut einen Trick an, um die Wahrheit zu erfahren. Wir sind gleich bei dir, ja? Irgendwas stimmt hier nicht. Er behauptet, dass er ihn nicht kennt. Jetzt haben wir natürlich die Bestätigung, dass er ihn doch wohl kennt. Irgendwas ist hier im Raum, im Busch, und wir versuchen jetzt einfach mal herauszufinden. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Vorwürfe machen, mal gucken, wie die darauf reagieren. Jetzt muss natürlich ein bisschen Zeit vergehen, damit der Mensch, der gerade hier in dem Büro sitzt, denkt, dass ich ihn gerade vernehme. Und dann werde ich mal ziemlich harte Vorwürfe bringen und gucken, wie er darauf reagiert und ob er darauf anspringt. Das mache ich mal da drin. Ja, da kann ich aber nichts für, das ist nicht meiner. Und, ja, also der Rucksack wird ihm geklaut und wir finden den auf mit Marihuana. Hans, ich glaube, das hat sich jetzt schon mittlerweile ziemlich aufgeklärt. Brauchst dir keine Mühe geben. Also, er singt wie ein Vogel. Bruno, du steckst da ziemlich tief in der Scheiße. Was ist singt wie ein Vogel? Wie sagt also, Sir? Ja, also. Was sagt man? Ich habe mit diesem Jungen keinen Kontakt. Ganz ruhig. Ganz nee, nicht ganz ruhig. Also. Das ist nicht mein Beutel. Das ist nicht mein Beutel, verdammt nochmal. Er erzählt uns, was der Motor ist. Wo ist dieser Müller-Wichser? Herr, hört aus, du, mein Freund. Ich sage es dir ganz friedlich. Ruhig bleiben. Ich soll Wodka Marihuana mitbringen, um der kleinen Cousine richtig eins auszuwischen. Und die richtig fertig und breit zu machen. Und du hast auch Wodka mitgebracht? Ich hab Wodka mitgebracht, ja. Marihuana auch. Und die hat das alles genommen. Aber in seinem Auftrag. Du hast es ausgeführt. In seinem Auftrag. Du hast es ausgeführt. Ja. Okay. Ja, hab ich. Aber trotzdem, in seinem Auftrag, er hat mich angerufen und gesagt, ich soll es machen. Die Ermittler befragen zunächst die Geschädigte, die inzwischen vernehmungsfähig ist. Sie kann sich bisher nur daran erinnern, den Rucksack auf einem Fahrzeug versteckt zu haben, um ihren Cousin vor den Drogen zu schützen. Als sie im Rausch plötzlich müde wurde, legte sie sich in dem Wagen schlafen. So, jetzt ganz ruhig nochmal. Das ist der Mann. Ja, der war da. Gestern war Abend in der Wohnung. Der war gestern mit dabei gewesen? Ja. Gut, okay. An mehr kannst du dich nicht erinnern? Okay. Ich kenne ihn, aber ich... Die Aussage des Dealers wird von Kollegen aufgenommen. Derweil wollen die Ermittler den Cousin zur Rede stellen, denn sie vermuten, dass er die 14-Jährige zu dem Drogenkonsum genötigt hat. Das sieht so aus, als ob du ziemlich groß in der Scheiße steckst. Okay? Ich hab nichts gemacht. Du hast nichts gemacht? Der Bruno hat uns gerade alles erzählt. Muss ich dir ein Stichwort geben? Wie stehst du denn zu deiner Cousine? Willst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, nicht ganz gut. Ja, nicht ganz gut. Warum nicht ganz gut? Ja, weil sie immer bevorzugt wird von meiner Mutter. Sie wird immer bevorzugt, wenn sie gute Noten schreibt. Sie wird immer gelobt, ich nicht. Erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Was da gestern Abend passiert ist? Ja, meine Mutter war nicht da. Und ich wollte halt es ausnutzen und hab den Bruno gerufen. Und er soll Gras und Alkohol mitbringen. Und was hast du da konkret vorgehabt? Warum sollte der was machen? Ich wollte Ella abfüllen und ein bisschen Gras anstecken. Und dann? Ja, und dann hat Bruno es gefilmt und fand es witzig und hat es mir gesendet. Habt ihr ein Beweisvideo? Zeigen Sie uns mal das Video, bitte. Der Junge, der muss noch viel lernen, und zwar in der Richtung, dass er mit Niederlagen umgehen muss. Er muss auch mal mit Verzicht umgehen, er kann da nicht Gewalt anwenden, um so seine Ziele zu erreichen. Da muss, glaube ich, seine Mutter noch heftig an ihm arbeiten. Das hat Bruno gefilmt. Oh, Quint in der Ecke, die kannst du nicht mehr, ey. Hier, lass mal einmal anstoßen. Komm, hier, noch einmal trinken, schön. Komm, jetzt sieh doch mal was, ey. So musst du ziehen. Ach, guck mal, das macht dich schon schlapp hier. Fertig, alter Bruno, komm. Und was hast du mit diesem Video vor? Ich
Ich hab's nicht gefilmt, das war Bruno. Ja gut, aber was hast du jetzt damit vorgehabt? Was hast du mit der ganzen Situation vorgehabt? Wolltest du sie vor ihrer Mutter bloßstellen oder vor deiner Mutter bloßstellen? Ich wollte ihr eins auswischen. Du wolltest ihr eins auswischen? Ja. Ich brauch da ein bisschen mehr Fleisch bei. Was wolltest du machen, konkret? Was hattest du vor, mit welchem Ziel? Ich wollte sie fertig machen. Du wolltest sie fertig machen? Nur weil sie besoffen ist. Guck doch mal, wie sie aussieht, deine Cousine. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Die hätte sterben können. Die hat eine Überdosis gehabt. Weißt du, was für einen Zustand wir sie gefunden haben? Das wusste ich nicht. Ob dir das klar ist? Die lag da blutüberströmt im Wald und das war bewusstlos. Das ist doch kein Kinderspiel, Junge. Was meinst du, was das hier ist? Alter, du bist 16, Mann. Und strafmündig. Alter. Bin ich mal echt gespannt, was du deiner Mutter zu sagen hast gleich. Die Kommissare informieren die Angehörigen über die Tat. Und die löst Fassungslosigkeit aus. Als du weg warst, habe ich mir gedacht, dass ich Bruno anrufe und dass er ein bisschen... Wer ist denn Bruno? Den kennt ihr auch nicht. Das ist der junge Mann, der hier gerade an Ihnen vorbeigekommen ist. Okay. Ja. Von dir. Ja. Es ist für die Eltern immer schwer, den Umgang ihrer Kinder zu 100% zu überwachen oder zu kontrollieren. Das kann auch ein Schuss nach hinten sein, denn so eine Überbehütung und alles wissen zu wollen, halte ich persönlich nicht für richtig. So ein gesundes Mittelmaß bevorzuge ich, wenn die Eltern es schaffen, dass ihre Kinder ein Vertrauen zu ihnen haben und dass sie wissen, mit wem sie umgehen und auch die anderen Freunde und Freundinnen einladen, dass sie oftmals zu Hause sind. Dann glaube ich, ist das schon ein richtiger Weg in der Prävention. Viel mehr kann man da gar nicht tun. Dann nehmen Sie hier noch mal kurz Platz. Wir machen die erkennungsdienstliche Behandlung und sind gleich bei Ihnen. Es soll echt nicht sein, es tut mir leid. Die 14-Jährige behält keine Folgeschäden zurück, bricht aber den Kontakt zu ihrem Cousin ab. Die beiden jungen Männer werden wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz belangt.